einen wunderschönen guten Morgen heute aus Wünschendorf. Heute machen wir eine kleine Wanderung mit der Vogtland Heimat- und Naturgruppe aus dem Vogtland. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, auf Facebook sind die vertreten. Recht nette Leute. Ja, und heute wandern wir rund um Wünschendorf eine kleine Route. Wir befinden uns hier unmittelbar an der Elster. Wunderschöne Gegend hier, wunderschöne Landschaft. Da hinten ist ein Wehr, da sind wir gestartet. Und jetzt laufen wir hier entlang. Hier findet sich ein altes Mühlenrad. Und hier ist der Mühlgraben. Und hier schätze ich mal, dass hier auch Strom gemacht wird, noch hier unten. Das sogenannte Mühlgraben. Und die Wasserkraft wird verwendet. Früher haben sie Mühlen betrieben. Und in der Neuzeit jetzt wird Stromerzeugung meist in den Vordergrund gestellt. Wunderschöne Landschaft hier, schaut mal, das ist der Mühlgraben hier. Und hier ist Wehr und dahinter befindet sich die Elster. Hier haben wir einmal eine lila Lamagne-Eule und eine weiße, wunderschön. Hier unten ist die Natur zwei Wochen voraus. Und wir befinden uns hier auf dem Wanderweg, der Anschluss hat zum Elsterperlenweg. Wie gesagt, das ist alles bei Wünschendorf hier. Wunderschöne Landschaft. Zu empfehlen. So, wir wandern jetzt hier an der Elster entlang. Wunderschöne idyllische Landschaft. Wunderschön hier. So, hier befinden wir uns hier am Ufer der Elster. Hier ist ein altes Heidesignal, auch wunderschön. Schaut euch mal an, wie hoch das hier rauf geht. Irre. Das sind die Hüttenberge. Ja, Schlangen, was hier alles so gibt. Interessant. Und hier siehst du halt die Bewegungen von der Erde. Lederschiefer. Ja. Na, hier steht es da. Kneifenschiefer. Genau. Wir befinden uns hier am Märchenwald. Hier ist der Eingang und da laufen wir jetzt hier hoch. Deine Geschichte ja. Hier hinten wohnen die sieben Zwerge und hier kommen sie raus. Ja. Hier hinten ist schön gedeckt, schaut mal. Voll süß, dann wird alles angetrieben mit so einem kleinen Wasserrad. Ne? Stonehenge, klein Stonehenge bei Wünschendorf hier. Ne? Haben sich versucht, das nachzubauen hier. Die Frau Holle, oder? Hier haben wir die Frau Holle. Ja. Mit der Kinder her. Hier haben wir die Frau Hölle. Das ist die Frau Hölle. Hier vorne ist voll was anderes. Hier hast du wie ein Flusslauf, wo oberhalb das Wasser weggenommen wird. Und nach drinnen, wo ein Wasserrad jeweils angetrieben wird. Also auch wunderschön hier. Wie gesagt, kann man nur empfehlen, einfach mal rauszugehen und sich die Sache mal anzuschauen. Wir haben sie wie ein Hammerwerk, eine Fabrik dargestellt. Das haben sie dosiert, ja, damit nicht so viel Wasser ist. Damit es nicht zu schnell läuft. Und wenn man da oben das Holz rausziehen würde, dann würde sie totklopfen. Da würden die Handieren. Hier hast du ein kleines Karussell. Auch schön. Für die Platz für Sandmann. Auch wunderschön angelegt. Symbolisch dargestellter Bergbau mit Förderturm und Förderkorb und alle haben Gold drin. Wenn ich das nur in der Hand hätte hier.
Ach, wie ich hier sehe, wurde es praktisch in Hohenleuben in der JVA auch hergestellt. Also so gesagt, die Häuser haben Sträflinge hergestellt. Ne? Wunderschön hier auch. Auch wunderschön. Ein Riesenrad. Auch wieder mit Wasserkraft angetrieben, wunderschön. Hier werden Gläser symbolisch dargestellt. Auch wunderschön. Also mit der Wasserkraft praktisch angetrieben von dem Rohr, das Wasser einströmen. Schaut mal. Hier haben wir einen Feuerzahlemann. Ja, also ja. Wenn du jetzt in der Hand hast, macht es nichts, aber wenn du es verlecken würdest. Mhm. Ne, hallo. 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 Wird gearbeitet, fleißig da drinnen. Ne? Guck. Ja, Kinder und Wasser, ne? Ja. Die Mechanik, gell? Wunderschön. Hier ist einer abgestürzt. Ein bisschen mehr da rumgespielt und leider kaputt. Ja, das hat kaputt ausgehandelt, ja. Aber es ist halt trotzdem. Hier auch wunderschön angelegt. Ich muss mit dem Licht alles sehen. Hm, wunderschöne Buschwindröschen. Wunderschön alles voll hier. Richtig schöne Natur. Schaut euch mal die Bäume an hier mit den Efeu, mit den Wilden, wie das hochkriecht. Von da unten kam er und machen wir jetzt hier hoch. Jetzt sind wir in Mosen angekommen. Eine wunderschöne kleine Kirche hier im Dorf. Rundrum hast du alles Fachwerkhäuser. Wunderschöne Landschaft hier. Schaut mal. Der Efeu hier. So, jetzt laufen wir wieder Richtung Münchendorf runter. Und da gehen wir in die Gaststätte. Mal hier, die armen Leute, die hier wohnen. An der Elster hier bei 2013 war die Hochwassermarke so hoch. Da war die komplette halbe Fenster unter Wasser. Das ist sehr traurig. Also, man kann nur hoffen, dass es halt wiederkommt. Schaut euch das mal an hier, die wunderschöne Brücke hier, die Holzbrücke über die Elster. Wunderschön. Mal von außen mal festhalten. Schaut mal. Die hat das Hochwasser zum Glück 2013 überstanden. Wunderschön hier. Den Müllgraben. Und daneben hast du die Elster. Ja, der Schein trügt jetzt so ruhig und still. Aber wie gesagt, 2013 war hier die Hölle los. Schaut mal. Haben sich ja eine Betonmauer hingesetzt, also dass sie wenigstens ein bisschen geschützt sind, die Leute. Hier haben wir eine wunderschöne Kirche. Und das ist ein Windendorf, oder? Ist das ist Windendorf? Okay. So, da schauen wir jetzt mal rein. So, jetzt kriegst du Dinge nunge, Dinge über, Dinge auf und Dinge hem. Das ist doch ein cooler Gag, oder? So. Ja, jetzt sind wir auch gleich am Ende angekommen. Ich denke, ich konnte euch ein schönes informatives Video abliefern. Ja,
soll es auch schon gewesen sein. Man sieht sich. Wir gehen jetzt schon einkehren. Bis später.